Moin Moin und guten Tag. So sieht es nun also aus, das neue Google Plus. Ist es wirklich die große Konkurrenz zu den bestehenden Netzwerken? Ist es wirklich der große Wurf von Google, um Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn anzugreifen? Dieses ist jetzt also der Blick von außen auf mein Google-Profil, auf mein Google Plus-Profil. Zumindest sieht es recht aufgeräumt aus. Okay, hier drunter fehlen natürlich jetzt noch meine Nachrichten, aber auf der linken Seite ist gar nicht so viel. Hier sind die Leute, deren Nachrichten ich lese, und hier sind die Leute, die meine Nachrichten lesen bisher. Mein Google-Profil ist jetzt genau seit gestern Nacht um 11 Uhr, um 23:55 Uhr aktiv. Und hier oben sehen Sie einige Reiter. Das sind die Beiträge, der Newsstream. Hier sehen Sie eine Über mich-Seite. Das ist auch nichts Neues, denn das ist mein altes Google-Profil. Das habe ich schon vor Jahren eingegeben. Auf dieser Seite sehen Sie Fotos. Das ist auch nichts Besonderes, denn das ist das alte Picasa-Album, was jetzt demnächst wohl Google Fotos oder so heißen wird. Und hier sehen Sie Bass. Schau an, die alte Bass-Funktion ist hier auch integriert. Hier können Sie die jetzt nicht lesen, aber ich bei mir, wenn Sie auch Google Plus haben, können Sie auch diese Bass-Funktion lesen. Ich glaube fast, das Schwierigste an Google Plus ist, überhaupt da reinzukommen. Also eine Einladung zu bekommen und dann einen Zeitpunkt zu erwischen, wo Google Plus auch neue Profile wieder zulässt. Alles andere haut mich jetzt wirklich nicht unbedingt vom Hocker. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Auch hier ist es recht aufgeräumt. Hier ist mein Profil. Das sind die verschiedenen Streams. Zu den verschiedenen Punkten, die ich selber anlegen kann, die werden hier einfach Kreise oder Circles genannt. Hier ist der Stream und hier rechts sind die Leute, denen ich folge. Hier kann ich welche hinzufügen und einen Chat gibt es auch, aber den gab es auch schon vorher. Sparks, Gott, das ist nichts anderes als ein Keyword-Feed, heißt halt hier Sparks. Also Google hat sich zumindest neue Namen ausgedacht. Hier kann ich meine Fotos bearbeiten. Wie gesagt, das ist Picasa. Das sind die Fotos von den Leuten, denen ich folge. Und hier sind andere Fotos und meine Alben. Hier kann ich mein Profil bearbeiten. Das ist auch nichts Besonderes. Hier das über mich. Wie gesagt, das ist uralt. Das ist mein altes Google-Profil, was ich angelegt habe. Hier meine ganzen Links. In der Mitte eine Beschreibung. Nur das ist neu. Das sind hier die Kreise. Fotos, meine Fotos, Videos habe ich noch nicht, aber ich denke mal, hier wird irgendwann eine YouTube-Verknüpfung kommen, denn schließlich ist YouTube ja auch Google. Hier ist der Plus-1-Button. Schau an, da hat er seine Berechtigung. Hier sind alle Artikel von mir, die einen Plus-1 bekommen haben. Und hier ist der Buzz-Stream. Ich dachte, das gäbe es überhaupt gar nicht mehr. Und schau an, das gibt's tatsächlich noch und ist in Google Plus integriert. Also bis jetzt auch nichts Neues. Kommen wir zu diesen mysteriösen Kreisen, den Circles. Die gibt es hier. Hier oben ist die Gesamtzahl der Leute, die ich in Zirkel einsortiert habe. Hier sind die Anzahl der Leute, die mich in ihre Zirkel einsortiert haben. Und hier kann ich Leute finden oder suchen. Irgendwoher scheint Google Daten zu haben, dass die mich vielleicht interessieren könnten. Hier oben sind die Einzelprofile und hier unten sind jetzt die berühmten Zirkel. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann tut sich hier auf, wer in diesem Zirkel ist. Und hier rechts nebenan steht jetzt auch noch die Beschreibung zu diesem Zirkel. Hier ist es ein weiterer Zirkel. Und hier ist noch einer. Das ist optisch sehr schön gemacht. Gefällt mir wirklich gut. Aber wirklich neu? Natürlich sind die Zirkel dazu gedacht, dass ich mir den Stream allein von diesen Leuten anzeigen lasse, die ich einsortiert habe und ganz gezielt die Informationen bekomme, die halt zu diesen Gruppen passen. Und das ist das Einzige, was wirklich interessant und neu ist, ich kann, wenn ich eine Nachricht schicken möchte, zuordnen, wer die Nachricht bekommen soll, ob alle die bekommen sollen oder nur bestimmte Zirkel. Hier ist jetzt also eine Nachricht und hier kann ich ein Foto anhängen, hier kann ich ein Video anhängen. Hier kann ich einen Link anhängen und hier kann ich es mit einem Ort verknüpfen.
Und hier kann ich sagen, öffentlich, das ist für alle sichtbar oder nur für meine Freunde, nur für Familie, Bekannte oder für meine anderen Kreise, nur für meine Kreise, für erweiterte Kreise oder nur für die Einzelnen. Das ist wirklich eine Neuerung, das gab es bisher noch nicht. Ansonsten sage ich Ihnen jetzt mal, an was mich das erinnert. Dieses hier sieht im Prinzip aus wie Twitter oder wie mein Hootsuite. Hier kann ich auch gleich die Sachen machen. So sieht es bei Hootsuite aus. Hier die Nachricht, hier Anhänge, sogar zeitversetztes Twittern möglich, hier Speichern und hier die verschiedenen Accounts oder die verschiedenen Kreise, an die ich es twittern möchte. Der Stream sieht aus wie bei Facebook. Verschiedene Leute schreiben etwas, denen ich folge oder die meine Follower oder meine Freunde sind. Und es kann direkt was darunter geschrieben werden. Das ist eine gute Zuordnung. Die ist besser als bei Twitter gelöst. Das gleiche Prinzip haben wir allerdings bei Xing jetzt auch. Neue Nachrichten, die können interessant gefunden werden oder es kann darauf kommentiert werden. Und wie sieht es jetzt mit den Kreisen aus, dass ich nur die Nachrichten von bestimmten Kreisen lese? Okay, das ist nichts anderes als die Listenfunktion bei Twitter. Hier habe ich Leute in eine bestimmte Liste gepackt, die nenne ich Follow Friday, das sind meine wichtigsten Profile, die ich lese, und wenn ich die anklicke, lese ich eben nur das, was in dieser Liste geschrieben wird. Oder ich eröffne eine Gruppe bei Facebook. Auch dann kann ich nur mit den Leuten in dieser Gruppe kommunizieren. Und das gleiche ist natürlich mit Gruppen bei Xing möglich. Also, was ist wirklich neu und toll? Die Zirkelaufteilung ist eine interessante Geschichte und die Zuteilung, wer welche Nachricht lesen kann, die einzelnen Zirkel, die einzelnen Gruppen, das ist vielleicht etwas Neueres, aber ansonsten ist Google Plus momentan nichts Neues und nicht viel was anderes, als sich aus anderen Netzwerken was zusammengesucht, ein bisschen Twitter, ein bisschen Facebook, ein bisschen Xing oder LinkedIn ist dabei. Und woanders auch noch was abgeguckt. Alte Sachen, die es bei Google schon lange gab. Die Google-Profilseite, den Google-Buzz wiederbelebt. Die Fotos von Picasa übernommen. Die Videos von YouTube übernommen. Das alles zusammengeklatscht. Und schon hat man Google+. Mich reißt es nicht vom Hocker. Ich werde es natürlich nutzen. Ein ganz großes Manko für mich ist natürlich, dass eine Vernetzung mit den anderen Systemen sehr schwierig möglich ist. Also ich kann weder bei Facebook etwas schreiben, was automatisch zu Google Plus geht, oder bei Twitter zu Google Plus. Und umgekehrt ist es momentan noch etwas schwierig oder nur mit Aufwand möglich, dass ich, wenn ich bei Google Plus etwas schreibe, dass das automatisch zu Twitter oder zu Facebook geht. Und da ich Doppelarbeit hasse, ist das für mich ein ganz großes Manko, denn ich werde nicht etwas bei Twitter schreiben und dann nochmal die Seite wechseln und bei Google Plus das gleiche dann noch einmal schreiben. Also, guckt euch Google Plus an. Schreibt mich an, wenn ihr eine Einladung haben wollt und ansonsten viel Spaß und viel Erfolg und solange sich nichts Besonderes tut, bleibe ich bei Twitter. Mein Name ist Dr. Arnold Goy, Doc Goy, alle Angaben sind ohne Gewähr und bis zum nächsten Video. Tschüss.